Warum sind die anderen immer schneller als ich? Ich bin irgendwie anders, weil ich eine Narbe habe. Oh, wer bist du denn? Hey, du. Ich bin auch anders, aber auch ganz besonders, so wie du. Aber ich bin doch nicht besonders. Ich kann einfach nicht so schnell rennen wie alle meine Freunde, weil ich eine Herzoperation hatte. Da hätte ich lieber so schöne Punkte wie du und keine Narbe. Komm, ich zeig dir mal was. Was möchtest du mir denn zeigen? Siehst du Greta da drüben? Ja. Sie stottert, aber weißt du was? Das ist auch manchmal cool. Zum Beispiel kann sie bei Fragen im Unterricht, auf die sie die Antwort nicht direkt weiß, den Stotteralarm auslösen und so hat sie mehr Zeit, über ihre Antwort nachzudenken. Ja, stimmt. Und wusstest du, dass der Moritz nicht gut schreiben und lesen kann? Nein, oder? Das fällt nämlich gar nicht auf, weil er so gut malen und zeichnen kann. Dadurch kann er sich sehr viele Dinge auch so beibringen und lernt so auf seine eigene Art. Ich würde auch gern so gut malen können. Und schau mal, Nila. Sie konnte früher im Unterricht die Dinge an der Tafel nicht lesen, weil ihre Augen so schlecht sind. Jetzt hat sie eine starke Brille, die ihr dabei hilft. Aha. Siehst du, wir sind alle ganz besonders. Alle haben sichtbare, aber auch unsichtbare Narben. Also Schwächen, aus denen jedes Kind seine eigenen persönlichen Stärken entwickelt. Aber was ist denn das Besondere an deinen weißen Punkten auf deinem Schnabel? Na schau mal. Sie denken alle, mein Schnabel ist eine Blumenwiese. So habe ich immer viele Freunde bei mir. Du bist nicht anders. Du bist genauso besonders und gut wie die anderen. Deine Narbe ist der Beweis, dass du schon eine große Operation überstanden hast, die dir die Stärke gibt, um hier mit all deinen Freunden und Freundinnen viel zusammen erleben und lernen zu können. Und Stärke ist eine sehr wichtige Fähigkeit.